Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Im letzten Part haben wir Irwin bekommen und es heißt nun, die Hexe zu erschießen. Und bevor wir das machen und nach Deling City gehen dafür, werden wir noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, denn laut einigen Zuschauern, die mir geschrieben haben, habe ich ein paar Sachen vergessen, weil ich ein Vollidiot bin. Zuallererst gehen wir zurück nach Timber, da es da ein paar Kleinigkeiten zu holen gibt, namentlich eine Timber Maniacs und das andere, was war das nochmal? Ach ja, genau, ich muss noch so einem Journalisten gut zusprechen, was auch immer das bringt. Das heißt, ich werde kurz cutten und nach Timber gehen. Bis gleich. So, Kiddings, da sind wir. Wir sind in Timber. Ich bin übrigens zu Fuß dorthin gelaufen mit Gegner 0%. Kriegt ihr auch keine Zufallskämpfe. Und ich bin einfach mal in Timber reingelaufen und ich zeige euch jetzt ganz genau, wo ihr die Timber Maniacs bekommt und wo ihr den Journalisten findet. Ganz einfach. Hier im Hotel. Etwas, was ich komplett vergessen habe, dass man in, ich glaube, nahezu jedem Hotel eine Timber Maniacs findet. Dazu müssen wir in den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man da... Ah, da kann man nicht einfach so rein. Ja. Und zwar muss man da... Hä? Muss ich das schnallen? Nein. Naja, anscheinend muss man zuallererst pennen. Das machen wir. Und dann gibt es hier... Oh nein, dann laufe ich immer wieder raus. Das ist mir vorhin schon passiert, wo ich es getestet habe. Ah, meine Güte. Und es gibt übrigens noch in Dollet eine weitere Timber Maniacs, welche wir vergessen haben, und zwar im Dollet Hotel. So, wir nehmen die Timber Maniacs. Eine alte Timber Maniacs gefunden. Gelesen. So, und dann werden wir an der Stelle gleich wieder cutten, denn wir gehen jetzt erstmal die nächste Timber Maniacs holen. Bis gleich. Ja, und so verwirrt wie ich bin, habe ich natürlich vergessen, euch zu zeigen, wo wir den Journalisten finden. Wenn ihr aus dem Timber Maniacs Hotel wieder rausgekommen seid, geht ihr einfach hier einmal nach links. Dann kommt diese Brücke, nenne ich es jetzt einmal mal, über den Gleisen. Da geht ihr nochmal nach links. Dann müsst ihr hier nach oben laufen. Und dann solltet ihr wieder vor dem Timber Maniacs Gebäude sein. Da an der Seite ist so ein Typ, der meiner Meinung nach aussieht wie ein Obdachloser. Ist aber auch ganz egal. Wir sprechen den an und er sagt, ich will später mal ein rasender Journalist werden. Beides falsch geschrieben. Aber zurzeit will niemand meine Artikel nehmen. Soll ich es lieber aufgeben? Auf keinen Fall. Ja, stimmt. Man soll nicht aufgeben. Yo, dann würde ich sagen, haben wir hier alles erledigt. Jetzt kommt der Cut. Wir gehen nach Dollet. Wir sehen uns gleich. Da gehe ich übrigens zu Fuß hin. Bis gleich. So, Kiddings, da sind wir wieder. Wir sind vor Dollet. Und falls ihr es immer noch nicht geschnallt habt, wir müssen, um hier hinzukommen, den Schienen zu Fuß folgen von Timber hier bis zu dieser Endstation, nenne ich es jetzt einfach mal. Meine Güte, laggt das, wenn ich die Kamera drehe. Wir gehen jetzt in Dollet rein und ich zeige euch, wo ihr dort die Timber Maniac im Hotel bekommen könnt. Mal wieder. Und anschließend werden wir uns auf den Weg nach Galbadia machen. Das wird eine lustige Sache sein. Beziehungsweise nicht nach Galbadia, sondern nach Deling City, die Hauptstadt von Galbadia. Ist auch eine der größten Städte in Final Fantasy 8. So. Wir gehen zum Hotel. Zum Hotel. Meine Güte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Vollidiot dafür, dass ich diese Sachen vergessen habe, obwohl ich sie mir extra aufgeschrieben habe. Ich sollte nicht vergessen, im Galbadia Hotel die Timber Maniacs einzusammeln. Das ist auch besser so, wenn ich das nicht vergesse. So, einmal übernachten. Das Geld ist ja kein Problem. Wir haben ja fast 200.000 Gil, einfach dadurch, dass wir unglaublich viel rumgelaufen sind, unglaublich viel gelevelt haben und so weiter und so fort, haben wir natürlich auch zusätzlich gleich Dings bekommen. Wie heißt es noch gleich? Ach ja, genau, ganz viel Geld, weil hier Sold und so. Man kriegt ja in Final Fantasy 8 immer regelmäßig Sold durch seinen Seed-Level, welchen ich übrigens im Moment nicht erhöhen kann, da ich Level 7 bin. Das heißt, ich werde den Seed-Level bis zum Ende des Spiels nicht mehr erhöhen können, da ich nicht vorhabe, vor dem Ende des Spiels, also vor Disc 3 Ende, zu leveln. Viele haben den Grund auch noch nicht verstanden, wieso. Und ich werde den Grund jetzt hier noch auf dem Weg nach Deling City nochmal kurz erklären. Es ist nämlich so, dass man die maximalen Statuswerte erhöhen kann, wenn man die Bonus-Abilities ausrüstet, während man auflevelt. Die Bonus-Abilities sind Abilities, die man lernt über GFs. Ist ja klar, man lernt die Abilities ja in dem Spiel generell über die GFs. So, folgendes. Die Bonus-Abilities sind Stärke-Bonus, Geschick-Bonus und so weiter und so fort. Und die letzte GF, vor der man die letzte Bonus-Ability bekommt, denn man braucht alle, bevor man loslegt, ist Kaktor. Kaktor ist die letzte GF, von dem man ein Bonus-Ability kriegt.
Und Kaktor kriegt man erst ungefähr auf Disc 3, meine ich. Oder Disc 2 Ende. Ich meine aber Disc 3 irgendwann im Laufe. Und ja, deswegen muss ich bis dahin warten, bevor ich irgendwie was machen kann. Ist halt nun mal einfach so. Damit müsst ihr halt auch nun mal einfach leben. Nein, aber generell ist es einfach so, dass die Monster unglaublich viel schwächer sind, wenn wir Low-Level sind. Und wir sind ja trotzdem stärker durch unsere Kopplungen und durch unsere Waffen, die wir machen. Wie zum Beispiel Löwenherz, wenn wir jetzt auch jetzt sehr bald haben. Wir gehen jetzt erstmal zur Zugstation. Die führt nämlich nach Deling City. So. Ja, da oben ist die Zugstation. Wir müssen ein Ticket kaufen. Für 3000, das ist fast gar nichts für uns. Für den ein oder anderen mag es vielleicht ein bisschen mehr sein. Ihr könnt euch das sehr schnell ergrinden, indem ihr Karten verkauft, also Karten umwandelt in Items und diese verkauft. Oder indem ihr halt einfach AP grinden geht und gleichzeitig halt Geld verdient. Nein, tut ihr nicht. Ihr müsst dann rumlaufen und Sold kriegen. ID-Automat, die Tür wird entriegelt. Hehehe, du hast es begriffen. Ich frage mich gerade, wieso ich immer noch Renoir im Team habe. Habe ich sie wirklich im Team? Ich lasse sie lieber alleine. Fahren wir noch nicht ab? Fahren wir noch nicht ab? Ach, da kommen sie ja, die anderen Typen. Selfie, Renoir. Also, Selfie, Renoir, Quistis. Welche soll ich bloß nehmen? Oh mein Gott, was für ein Mega-Gigolo. Und Cypher meinte noch, Squall ist ein Gigolo. Durchsage, der Zug nach Deling City fährt in Kürze ab. Und auf geht's, wir müssen die Hexe erballern. Wir müssen sie erballern. Mit diesem Zug kommen wir nach Deling City. Geteiltes Schicksal, oder was? Oh mein Gott. Was machen wir mit ihm? Wir machen ihn zu Feuerholz und stecken ihn in den Ofen. Dieser Irwin darf das Abteil nicht betreten. Schließ ihm ja nicht auf. Meine Güte, diese Lags von der Hand sind manchmal so ein bisschen allerhand. Du und ich, wir beide teilen uns das Schicksal. Was denn? Liebeskummer? Nein. Bis später. Meine Güte, der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Nein, eigentlich nicht. Ich finde ihn eigentlich ganz lustig. Jetzt geht's ab. Renoir. Irwin Kineas, du hast eine Schlüsselposition und ich habe einen Sprachfehler. Reiß dich lieber zusammen. Niemand versteht mich. Ein Scharfschütze ist immer allein. Die einsamen Momente und die Konzentration, während man alles auf einen einzigen Schuss setzt. Der seelische Druck beim Abdrücken, die Spannung in so einem Augenblick. Ich muss von nun an all das durchstehen. Ich hab Angst. Deswegen darf ich mich doch wenigstens jetzt ein bisschen austoben, oder? Wollte ich nur gesagt haben. Ja, ist klar. Ja, und die Erschütterung von eben wird keinen Einfluss auf den Zeitplan haben. Ja, ich denke, ich wiederhole, die Erschütterung von eben wird keinen Einfluss auf den Zeitplan haben. Ich denke, dass der Schlag von Xell, glaube ich, jetzt nichts ausgerichtet hat, oder? War das wirklich der Schlag von Xell? Schlägt er so hart zu? Ist das Raikage 2.0 oder was?
Ja, und da fährt der Zug. Er zuckt, wollte ich schon sagen. Der Zug zuckt voran. Ich finde übrigens, dass die Züge hier ziemlich nice aussehen. Generell die fahrenden Objekte. Nennen wir sie doch einfach mal so. Jo, wir sind angekommen in Deling City. Am Gleis 1 fährt der Zug in die Wüste ein. In die Wüste. Am Gleis 3 der Zug nach Garden West. Und der Lag natürlich, der ist immer vorhanden. Egal in welchem Zug, egal wo, wie was. So, dann gehen wir mal auf die Rolltreppe, um noch mehr Zeit zu verschwenden. Die anderen machen Rolltreppenskating, die Kids auf der anderen Seite. Jetzt geht's ab. Oh, hell yeah. Brandenburger Tour, Tour ist klar, ne? Was ist denn heute mit mir los? Brandenburger Tor, FTW. Muss ich mit Rinoa labern? Um Gottes Willen. Ihr wolltet doch zu Oberst Carway. Wir müssen nur den 08er Bus nehmen. Jetzt gleich? Sollen wir uns nicht zuerst die Stadt anschauen? Auch keine schlechte Idee. Vielleicht ist Laguna schon zurück. Aber wozu ihn besuchen? Nein, nein, Squall. Laguna ist nicht hier. Wir sollten zuerst den Oberst besuchen. Das ist also Lagunas Heimat. Ja. Das ist die blaue Lagune und ich würde sagen... Happy Birthday. Alles klar, los geht's. Wir müssen den 08er Bus nehmen. Wie wäre es, wenn wir gar keinen Bus nehmen? Und einfach mal laufen. So, dann laufen wir doch einfach mal. Gucken wir mal, was es hier zu gucken gibt in dieser Stadt. Es gibt ja einiges zu tun. Man kann hier die Kyros-Karte kriegen. Nicht die Gyros-Karte, Leute, die Kyros-Karte. Ihr könnt natürlich auch Gyros holen, wenn ihr das wollt, aber... Ich würde mal sagen, nicht so notwendig hier, ne? Ja. Die werde ich aber erst im Kartenspecial Nummer 5 holen. Das vierte dürfte ja schon hochgeladen sein. Wäre sehr tragisch, wenn nicht. Und ja, ich werde auch noch 2 weitere Karten kriegen, die jetzt auch sehr bald kommen. Aber vorher müssen wir mit einem guten Herrn vor der Carway Villa sprechen. So. Die Nummer 1 der galvadianischen Armee, Oberst Carway. Plant er einen Putsch? Oder einen Punsch? So. Irgendwie scheint es nicht sein Ziel zu sein, den Präsidenten zu stürzen. So. Das hier ist die Villa von Oberst Carway, aber so einfach darf ich sie nicht durchlassen. Er muss wissen, dass wir kommen. Wir sind darüber informiert, aber Oberst Carway möchte sie zuvor auf die Probe stellen. Er traut niemandem, wie üblich. Probe? Was sollen wir denn tun? Nordöstlich von der Stadt ist das Grab des unbekannten Königs. Sie müssen zuerst dorthin gehen. Eine einfache Aufgabe. Wenn sie dort sind, müssen sie eine Nummer ausfindig machen. Eine Nummer? Er will euch ausgerechnet jetzt testen? Es kommen jeden Tag so viele Schüler, um den Oberst zu sehen. Gestern kam jemand vom Galbadia-Garden. Aus dem Grab des unbekannten Königs ist er jedoch nicht zurückgekehrt. Nordöstlich der Stadt befindet sich das Grab des unbekannten Königs. Gehen Sie in das Grab hinein und suchen Sie den Schüler. Bringen Sie seine Schülernummer in Erfahrung. Das Objekt, nach dem Sie suchen müssen, liegt direkt am Eingang. Die Nummer steht auf diesem Objekt. Anfänger sollten von dort aus nicht weitergehen. Sonst kommen Sie niemals lebend heraus. Ich gebe Ihnen erst einmal eine Karte. Im Grab des unbekannten Königs können Sie die Karte mit Select betrachten. Geil. Wenn Sie bei geöffneter Karte Dreieck drücken, können Sie direkt ins Freie entfliehen. Dafür sinkt aber Ihr Seed-Level. So. Und ich will ein Ortungsgerät für 5000. Ja, alles klar. Jetzt habe ich das Ortungsgerät, oder? Habe ich doch schon. Ich habe kein Ortungsgerät mehr, sagt er. So, und unsere Aufgabe ist es im Endeffekt, es laggt gerade ein bisschen, zu besagtem Ort zu gehen. Das ist eine, so eine Art, wie gesagt, Grabstätte, die recht weit außerhalb von Deling City ist. Ich weiß jetzt nicht, kann ich hier lang? Nee. Und dort gibt es dann auch ein paar Secrets zu erledigen, die die meisten Leute schon kennen müssten. Da geht es um eine GF, da geht es um die GF, Brothers. Brother! So, es wäre vielleicht auch ganz praktisch, vorher nochmal im Hotel vorbeizuschauen, um zu gucken, ob wir da die Timbermaniacs schon holen können. Muss ja eine sein. Und ja, dann war es das auch schon fast mit diesem Part. Im nächsten Part machen wir dann die Grabstätte. Die Grabstätte. Das ist immer die beste Stätte. Und ja,
Wir sind im Hotel, hier kennen wir uns ja schon ein bisschen aus, weil der Laguna hier ja schon seine geliebte Julia kennengelernt hat, die wir aus dem ersten Laguna-Traum kennen. Mal gucken, ob hier eine Timbermaniacs rumfliegt oder nicht. Sieht aber erstmal nicht danach aus. Nee, doch. Ah, ich habe sie entdeckt. Eine alte Timbermaniacs gefunden. Gelesen. So, dann war's das erstmal für diesen Part. Ich weiß, er ist ein bisschen kurz, aber im nächsten Part dann wieder ein bisschen länger. Ich habe sogar eine Zuschauerfrage hier an euch. Meine heutige Zuschauerfrage an euch lautet: Welche Guardian Force in Final Fantasy VIII findet ihr am coolsten und warum? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin Belias LP. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.